Hallihallo, meine lieben Sammys. Endlich ist es mal wieder soweit, denn es ist mal wieder ein Paket bei mir angekommen, das ich tatsächlich schon Anfang des Jahres bestellt habe. Allerdings ist die Ware jetzt erst eingetroffen. Und das ist auch mal wieder ein bisschen Schleichwerbung für den Modellpferdeversand, denn von dem habe ich nämlich dieses Paket bekommen. Ich habe das Paket auch schon geöffnet und rausgeholt, was drin war. So. Es geht nämlich um dieses Briar. Das ist Catch Me, ein Briar Regular Run von 2019, also der ist ganz neu und der ist dieses Jahr erst ins Sortiment gekommen, ist auf einem Modell, das vor 2 Jahren als True North im Premier Club eingeführt wurde von Briar. Letztes Jahr auf dem Briar Fest hatte er auch schon einen Special Run und zwar war er da Isabel Crane, ein hübscher Brauner, der im Vielseitigkeitssport bekannt geworden ist. Und jetzt dieses Mal ist es auch ein Springpferd, beziehungsweise ein Hunterpferd. Und den möchte ich jetzt mit euch zusammen auspacken. Was ich bisher in der Schachtel schon gesehen habe, ist, dass er wirklich sehr schön gearbeitet ist. Und ich war sofort verliebt. Und er erinnert mich von der Farbe her tatsächlich so ein bisschen an O'Leary's Irish Diamond, mein erstes Briar, das ich habe. Ich stelle die beiden nachher auch mal zusammen, damit ihr den Vergleich habt. Jetzt schauen wir uns einfach nur noch kurz die Schachtel von allen Seiten an. Typisch für Briar, der Pferdekopf. Und hinten drauf ist dann nochmal ein bisschen Special Info zu dem Pferd. Ich kann ja mal kurz übersetzen, was da steht. Wir haben schon oft Pferde damit beschrieben, dass sie den Charakter eines Champions haben. Aber der Holsteiner Wallach Catch Me hat diesen Titel in der Hunterwelt definitiv für sich geholt. Gekauft 2015 von Becky Gotchman, musste er seine Karriere aufgeben, als ihm Botulismus diagnostiziert wurde. Oftmals ein Todesurteil für Pferde. Aber zu sagen, dass Snoopy mit Schwung zurückgekommen ist, wäre eine deutliche Untertreibung. Mit seinem Reiter Scott Stewart hatte er Gewinne an der Hampton Classic, der Capital Challenge und den Pennsylvania National Shows. Er wurde sogar an der USHJA Weltmeisterschaft zum Hunter of the Year gekürt. Dr. Rodney Belgrave, der Snoopys Genesung derzeit überwachte, erklärte, dass seine Fähigkeit, nicht nur den Botulismus zu überwinden, sondern auch in den Sport zurückzukehren und auf demselben Level oder sogar mit noch höherer athletischer Leistung weiterzumachen, wirklich etwas ganz Außergewöhnliches ist. Snoopy wurde darauf folgend zum Champion der 2016 Capital Challenge, den Pennsylvania Nationals, der Washington National und den CP National Shows. Für seine Leistungen wurde er zum USEF Pferd des Jahres 2016 und zum Pferd des Jahres 2016 und 2017 der National Show Hunter Hall of Fame ernannt. Er wurde sogar in die Equus Pferdestars Hall of Fame aufgenommen. Snoopy hat selbst Becky als Amateurreiterin zu vielen Meisterschaften getragen und ist somit ein Beweis, dass wirklich alles möglich sein kann. Ja, damit haben wir tatsächlich ein sehr besonderes Pferd hier von Briar jetzt serviert bekommen. Ein Pferd, das trotz sehr schwerer Krankheit im Sport trotzdem noch großen Erfolg hat und seine Krankheit überwinden konnte und jetzt quasi im Sport wirklich, wirklich viel geleistet hat. Und damit hat er auch wirklich ein Briar-Modell verdient. So, damit wollen wir das Pferd jetzt einfach aus der Box holen und wie immer sind wir damit ziemlich vorsichtig. Den süßen Jungen auch schon aus seiner Box geholt. Er ist wirklich unheimlich schnuckig, also so toll. Ich bin auch ehrlich gesagt ein Fan von dem Modell. Das ist ein Warmblut, könnte so ein Irish Sport Horse, würde ich sagen. Das ist ein irisches Sportpferd vom Modell her, könnte aber auch ein Trakehner sein. Aber er soll jetzt einen Holsteiner darstellen, und zwar einen Wallach. Und das Modell ist auch tatsächlich ein Wallach, finde ich toll. Briar macht es ja immer möglichst realistisch. Also die wandeln ihre Modelle auch geschlechtsmäßig um, wenn das
Pferd, was sie darstellen wollen, jetzt quasi ein Hengst oder eine Stute ist, dann kommen eben auch mal Klötchen dran oder auch nicht. Das finde ich super. Das Pferd an sich ist wirklich unheimlich schön schattiert. Meiner hat jetzt hier vorne so ein bisschen, leider so eine kleine, ich würde jetzt nicht behaupten, Macke. Es ist eigentlich keine Macke, sondern es ist mehr so ein Modellfehler, wo das so ein bisschen eingeschmolzen war. Das ist ein bisschen ein Problem. Mal gucken, vielleicht kriege ich das mit der Airbrush wieder hin. Also da muss ich ihm quasi hier das Bein ein bisschen abschleifen. Ansonsten kann ich mich über meinen wirklich nicht beschweren. Der ist absolut makellos und wunderschön. Oh, er ist so hübsch. Er hat auch wirklich ganz, ganz zarte Schattierungen, hübsche, zarte Dappels und eine Blässe zum Dahinschmelzen. Die werde ich euch gleich noch in ein paar näheren Clips mal zeigen. Aber einfach nur, um mal über das Pferd geschwätzt zu haben. Die Bemalung ist unheimlich toll. Es ist relativ wenig bemalt. Also der Bauch ist von Dappels quasi frei. Die Beine sind dunkler schattiert, finde ich toll. Auf dem Bild hinten auf der Schachtel ist er tatsächlich sogar noch ein bisschen dunklerer Apfelschimmel. Ich weiß nicht, wie er jetzt aussieht, weil Apfelschimmel bleiben ja meistens nicht besonders lange so, wie sie mal waren. Also wenn sie jetzt quasi seinen momentanen Stand als Schimmel da abgebildet haben, dann haben sie ein etwas ungünstiges Bild dafür gewählt. Ein ungünstiges Foto, aber er ist trotzdem unheimlich schön. Ich kenne ja jetzt das Pferd nicht wirklich. Aber was ich auch bei dem Infotext ganz süß finde, ist, man hat rausgefunden, dass dieses Pferd einen Spitznamen hat. Und zwar wird er Snoopy genannt von seinen Besitzern. Das finde ich total putzig. Das heißt, er hat jetzt quasi auch einen Spitznamen sogar. Und sein Showname ist quasi Catch Me und seine Besitzer nennen ihn im Stall quasi Snoopy. Das finde ich total putzig. Ja, hier auf der anderen Seite sind die Dappels ein bisschen dunkler als auf der rechten Seite. Finde ich nicht weiter schlimm. Ich finde, es sieht sogar echt ganz gut aus. Aber ich glaube, und ich denke, da liege ich nicht ganz falsch, dass Briar sich bei den Dappels mittlerweile anderen Schattierungsmöglichkeiten bedient. Denn die sehen mir sehr, sehr gleichmäßig aus. Und ich glaube, die sprühen die mittlerweile mit einer Schablone auf. Ich glaube tatsächlich, dass sie sich da einem Trick bedienen. Ich weiß zwar nicht, wie genau sie das machen, aber es sieht mir sehr danach aus, weil die Dappels doch dann an ein paar Stellen bei den Kreisen außen vor allem etwas verblassen. Und das kriegt man eigentlich nur hin, wenn man über eine Schablone sprüht und dann den äußeren Ring nicht mehr ganz aussprühen kann. Also ja. Alles in allem finde ich das Pferd unglaublich schön. Ich kann es nur jedem empfehlen, der ein schönes Fotomodell in seiner Sammlung haben will. Er ist auch unheimlich fotogen. Ich persönlich habe jetzt noch keine Fotos mit ihm gemacht, aber ich sehe es auf ganz vielen anderen Fotos, wo er quasi auch als True North Modell erscheint, dass er einfach ein total tolles Fotopotenzial hat und sehr viel Ausdruck vor allem zeigt. Das werde ich auf einigen Fotos noch ein bisschen ausprobieren. Ich werde es testen und dann werde ich Feedback darüber geben, wie es denn aussieht. Aber ich persönlich bin sehr begeistert von ihm. You're keeping me on. I'm strapped in, stuck in a song you can't turn off. Like a merry-go-round, my head is spinning. I see you rapping about, I'm sure as hell not. Und jetzt, wie versprochen, stelle ich gleich nochmal den O'Larry daneben, damit ihr einen Farbvergleich habt. So, jetzt habe ich mal den alten, dicken, fetten Keks O'Larry daneben gestellt. Oder O'Leary. Der ist
mein allererstes Briar, das ich 2013 bekommen habe. Er ist sowas von schön. Er ist wirklich eins meiner absoluten Lieblinge und wird mich auch niemals verlassen. Aber nur um mal so ein bisschen einen Vergleich zu kriegen, Catch Me oder eben Snoopy ist von der Farbgebung her doch recht ähnlich. Also ich muss ehrlich gestehen, dass O'Leary wirklich Ähnlichkeit mit ihm aufweist. Die Mähne ist ein bisschen dunkler bei Catch Me. Und vor allem, was bei Catch Me halt wirklich auffällt, ist, dass seine komplette Flanke hier deppelfrei ist. Also da ist einfach nur weiß. Und bei ihm sind hier eben Deppels. O'Leary ist jetzt bei mir ein relativ dunkles Modell. Also bei ihm sind die Deppels sehr stark ausgeprägt, was jetzt bei Catch Me jetzt nicht unbedingt der Fall ist. Genau. Und was man eben auch erkennt, ist, dass sowohl die Beine als auch eben die Mähne bei Catch Me deutlich dunkler ist. Er ist also nicht ganz gleich. Ich würde behaupten, dass O'Leary deutlich zarter schattiert ist. Und vor allem bei O'Leary sind die Hufe eben hell. Also das liegt aber auch daran, dass er vier weiße Beinabzeichen hat und dementsprechend auch vier helle Hufe hat. Was eben auch bei Catch Me nicht der Fall ist. Der hat vier schwarze Beine und hat auch vier dunkelgraue Hufe. Und ja, Schimmel haben eben schwarze Hufe, wenn sie keine Beinabzeichen haben. Das ist ja völlig normal. Aber ja, also wer sich einen O'Leary so ein bisschen als Herzensmodell rausgesucht hat, aber ihn nicht finden kann, dem kann ich definitiv empfehlen, sich mal Catch Me anzuschauen. Denn die beiden sind sich jetzt nicht unbedingt vom Modell sehr ähnlich, aber zumindest von der Farbe. Und sie sind beide sehr fotogen. Also wer traurig ist, dass er im Moment gerade keinen O'Leary findet, der kann definitiv in Catch Me deutlich gut Trost finden. Denn ja, die beiden gleichen sich relativ. Also ich habe jetzt zwei sehr ähnliche Pferde bei mir hier stehen. Ich stehe ja sowieso auf Schimmel, aber ich würde mal behaupten, dass die beiden doch deutlich miteinander zu vergleichen sind. Das war es jetzt aber eigentlich auch schon mit meiner Review zu Catch Me. Aber ich stelle euch jetzt gerade noch mal kurz zu, als Größenvergleich zu Schleich ein Pferd daneben. Und zwar das hier ist ein Fohlen von Schleich. Und da sich viele auch jetzt dafür interessiert haben, was es denn noch so für Marken gibt, es gibt mehrere Marken, die momentan gerade in der Modellpferdeszene sehr bekannt und beliebt sind. Unter anderem eben auch die Marke Collector. Das ist so ein Pferd hier. Die sind aber nicht viel größer als Schleich tatsächlich. Nur so ein mini kleines, pinziges bisschen. Aber eigentlich nicht der Rede wert. Das ist ein Collector-Pferd. Die sind sehr beliebt im Moment gerade, weil sie eben auch sehr realistisch sind. Und dann gibt es natürlich auch noch von Briar die allseits beliebten Stablemates. Das sind diese Kerlchen hier. Das ist jetzt ein Einhorn, aber die gibt es auch als ganz normale Pferde. Die sind deutlich kleiner als Schleichpferde, hier im Vergleich zu einem Fohlen, also doch ein deutlicher Größenunterschied. Die sind auch von Briar, also das sind quasi die, das ist quasi die gleiche Marke, aber sie sind deutlich winziger. Also so eins kriegt man mittlerweile für 5 Euro, die kriegt man zum Preis für Schleich quasi beim Modellpferdeversand und die gehen dann so ab 35 bis 40 Euro los, können auch teilweise über 50 kosten, kommt drauf an, was für ein Modell man hat und wie groß das ist, wie viel Masse an Plastik da verarbeitet wurde, das ist ganz unterschiedlich. Nur damit ihr mal so einen kleinen Größenvergleich habt, die Briars sind wirklich sehr groß. Ja, und er wird auch definitiv nicht bemalt werden, der ist nämlich total toll, so wie er ist. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Ich hoffe, ihr konntet das Pferd gut sehen und wenn ihr es euch holen wollt, dann holt es euch definitiv. Es ist so schön. Für Leute, denen Briar jetzt noch zu teuer sind, wünscht es euch zum Geburtstag. Oder Ostern steht ja auch noch vor der Tür. Es kriegen ja mittlerweile viele Kinder auch was zu Ostern geschenkt. Also das ist wirklich eine tolle Überlegung wert. Das Pferd ist so toll. Macht Fotos damit, nehmt es mit auf Live-Shows. Es ist so schön. Ich bin total verliebt. Ja, und das war's auch mit dem heutigen Video. Ich hoffe, ihr habt alle schön die Glocke aktiv, damit ihr auch nichts verpasst. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut, meine lieben Sammys. Haltet die Ohren steif. Pfötchen!